Hallo Freunde, willkommen zurück hier auf dem Tanneberg. So, heute steht wieder alles ganz im Zeichen von, wie komme ich an Geld? Und der Kollege hier wird erstmal wieder zurück an die Arbeit geschickt. Er darf weiter auf der BGA-Wiese mähen. Und wir werden gleich dann diese 7200 Liter Milch, die wir ja im Fass haben, umladen auf die Palettiermaschine und dann werden wir hier schön lecker Frischmilch abpacken. Das ist zumindest dann für heute geplant. Und wenn er hier fertig ist, dann kann er dann im Anschluss dann seinen Schwader bewegen. Achso, ja, ausklappen mache ich doch glatt. Ja. Am naheliegenden Wegpunkt werde ich jetzt mal versuchen. Und da macht er sogar was. Na, hervorragend. Laufen wir mal schnell zurück zum Hof. Ich bin so gespannt, ob das sich lohnt. Irgendeine Daseinsberechtigung muss ja dann die Palettiermaschine haben. Wir können ja nur nicht bis zum Herbst immer warten und hier Hackschnitzel abpacken oder genau, Mist abpacken, ne? Weiß zwar noch nicht ganz genau, was das für eine Bewandtnis haben soll, aber man könnte ihn abpacken. So, machen wir hier. Guck mal hier, 7000, fast 7800. Kommt ja doch ein bisschen was zusammen, ne? Wir könnten uns vielleicht mal so ein, zwei Tiere mehr gönnen. So, wie machen wir das Ganze? Ich glaube, ich möchte die Maschine dort rausholen und hier auf eine freie Fläche stellen. Denn, Bergmann ist auch noch. Ja, ich brauche jetzt keinen Ladewagen, sorry. Miststreuer vielleicht. Da müssen wir mal gucken. Und der Deutz muss schon wieder aufgefüllt werden. Unglaublich. Da bist du einmal hier so ein bisschen im Gange und machst hier so links und rechts ein bisschen was, ne? Zack, gleich wieder Eskalation angesagt hier. So, dann laden wir mal um. Wir verkaufen dann auch alles auf einen Schlag, weil mich interessiert das sehr, wie der Unterschied jetzt nun ist. Ist hier irgendwo nicht ein Trigger? Ach ja, guck mal, das geht so automatisch. Sehr schön. Und auch relativ flott. Und das passt einiges rein. Ich glaube, 16.000 ging da rein, ne? Ja, dann. Oh je, jetzt wollen sie beide Saatgut haben. Fangen wir mal mit dem Deutz an. Der braucht, glaube ich, am längsten hier. Ist echt ätzend, ne? Ich glaube, ich muss da noch einen Kurs einfahren, der das Saatgut automatisch auffüllt, weil das ist ja echt nervig, ne? Naja, man hat es sich so ausgesucht. Jetzt müssen wir da durch. Und das bringt uns ja jetzt so erstmal nicht unbedingt um, ne? So, dann schaufel mal. Ich würde schon gerne noch mit dem Abpacken heute beginnen, ne? Nur mal so am Rande.
Was macht er denn? War schon wieder irgendein Versatz drin? So, bitte. Hier wird nicht versetzt gefahren. So, raus hier, ab ins nächste Auto. Ja, ist schon ist schon viel, ne? Das ist echt schon viel hier. Muss man ja mal lassen. Kann ich auch verstehen, dass er hier viel Saatgut braucht. Aber guck mal, der hat im Vergleich zum Deutz hat er hier schon wesentlich mehr geschafft. Ne? Da sieht man mal den Unterschied zwischen Maislegen und hier so ein paar Sojaböhnchens in der Erde drücken. Ne? Schon krass. Gut, ist ja auch eine ganz andere Sache vom Volumen her. Ne? Zum Maiskorn ist halt ein bisschen größer, nimmt natürlich auch entsprechend mehr Platz weg. Ich möchte jetzt keinen Dünger aufwenden, danke. Machen wir mal zu, damit nicht alles wegfliegt. Ich verwende mein eigenes Saatgut. Beziehungsweise das gekaufte Saatgut. Das ist nicht ganz so teuer. Und heute werden noch Paletten abgepackt, das sag ich euch. Oh, und tanken muss er auch. Oh, da denkst du, bist fertig mit allem. Was von dieser oder diese Sämaschine jetzt hier stehen. Dann fahren wir eben noch tanken. Aus Wut fahre ich jetzt noch so einen alten Pfosten da oben, ist mir auch egal. Das wird doch dann heute wieder nichts, ey. Es ist doch jetzt schon wieder so spät in der Folge. Na, müssen wir mal gucken, vielleicht 20 Minuten oder so machen heute. Und es ist 10 Uhr und es hat noch nicht geregnet. Es war alles gut. Viel zu tun, ne? Die Maschinen sehen aus, es tut mir auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich zugeben, aber ja. Wo gearbeitet wird, ne? Da werden auch Maschinen dreckig. Ist einfach so. Und hier werden wir nachher dann die Milch verkaufen. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Jetzt müssen wir mal gucken. 91% hat der andere noch drin. Nee. Das ist Dünger. 34% hat er nur noch drin. Kannst ja gleich schon wieder auffüllen. Oh. Nimm mal bitte das Gewicht mit. Danke. Ist aber auch schwerfällig mit dem Gerät, ey.
Ja, die Sämaschine, die ist nix, ey, ganz ehrlich. Da muss ich mal auf den Gebrauch mal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Wie gesagt, so 4,50 Meter vielleicht. Mit einem ausreichend großen Korntank dran oder was. Und dann von mir aus braucht die auch keine Düngefunktion haben. Wird völlig reichen, wenn es ein bisschen mehr Arbeitsbreite hat. Düngen kann man halt immer noch im Nachgang dann. So. Kein Bahnversatz, sehr schön. Und gerade, ey, ohne Mist, ich fahre doch hier nicht alle paar Minuten jetzt hier hin und her und lad das Ding auf, ey. Mein. Kommst jetzt zu nix so. Wie will man denn da was schaffen? Und kann es sein, dass das Gewicht vorne ein bisschen zu leicht ist? Der hebt eine ganz schön aus vorne teilweise. Oh, einer ist leer. Jetzt ist die Frage, wurde der andere schon angebrochen? Ahahaha. So, Schnauze voll. Kaufen. Jetzt ist es mir auch egal. Ich fahre hier nicht nochmal hin und her. Kriegst ja nichts geschafft. Dünger auffüllen lasse ich mir noch gefallen. Aber Saatgut, never ever. Erstmal nicht. Solange hier keine vernünftige Infrastruktur besteht, wird hier kein Saatgut weiter gekauft. Ja, es kostet jetzt ein bisschen was. Aber Schnauze voll hier. So. So. Jetzt aber. Nein. Du. Aussteigen. Glücklich sein. Obwohl, na, so ganz glücklich bin ich noch nicht damit. Auch den. Habe ich den noch? Ja, den habe ich noch. Den Kleinwagen hier. Den da. Wenn ich den nehme, dann sieht das nachher mit den Paletten ganz beschissen aus. Weil der ja editiert ist auf doppeltes Fassungsvermögen oder auf jeden Fall noch eine zweite Lage. Und das ist ausgerichtet auf die Paletten, die es an der nordfriesischen Marsch so zu holen gibt. Und es sieht halt nachher ein bisschen scheiße aus. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Das Maschinchen mal hier in Betrieb nehmen. Wie war das denn? Ausklappen? Nein. Motor starten. Automatischer Modus Palettenschieber. Palettenerstellung einschalten. Ja, und schon geht's los. Gucken wir mal, da müsste ja eigentlich 7000, was war es, 600 oder irgendwie was, 2000 Liter drauf passen, ne? Dann sind wir nachher bei 5000 und ein paar zerquetschten. So, Spannung steigt. Jo. 2000 Liter sind, glaube ich, so hier. Das Maximale.
kriegen wir hier 4 Paletten raus oder nicht ganz 4 Paletten. Wie viel war das? 7600. Ach, hau mich mal. Muss ich mal. Guck einfach mal in eine andere Aufnahme. Wie viel Milch das gewesen ist. Und dann gucken wir morgen mal, wie viel das dann gibt. Man müsste doch hier eigentlich die Reibung erhöhen können, oder? Irgendeinen Wert gibt es doch da in der XML oder Fahrzeug-XML, den man da editieren kann, dass der nicht nach vorne rutscht, ne? Ist ja eigentlich dann so wie so ein Brett auf der Straße, nicht, ne? Wir müssen einmal gucken. Jetzt ist ja gleich die nächste Palette fertig und 1600 Liter müssen ja dann überbleiben. Und dann sehen wir ja, wie viel das ist. 91 oder irgendwie was. Dann haben wir den genauen Wert. sogar. 7791 Liter waren das. Alles klar, da haben wir es doch. Brauche ich noch nicht mal eine andere Aufnahme angucken. Wie ist das denn hier mit Palette und Arbeitsmodus ist X, alles klar. Warten wir jetzt noch, bis die letzte Palette fertig ist. So, du bist fertig. Palettenerstellung ausschalten. Automatikmodus. Und dann schieben wir das Ding noch nach vorne. Ausschalten, Motor aus, F1 aus. Pünktlich zum Feierabend fängt es an zu regnen. So. Warum auch immer er durchdrehende Reifen hat, wir werden es nie erfahren, weil ich da jetzt nicht nachgucken kann. Ich möchte jetzt ganz gerne Milch verkaufen. Wie weit ist er hier? Körnermais 11%, das heißt, du willst auch gleich wieder aufgefüllt werden. So, jetzt ist hier die große Frage. 36 Cent werden geboten oder gilt es zu überbieten? Sollten auf jeden Fall drüber liegen, ne? Mir schon hier einen besseren Preis, wenigstens so 40 Cent oder irgendwie was. So, jetzt nehme ich mal eben hier meinen schnellen Taschenrechner. Rechner 7791 geteilt durch 5279 ist gleich. Nein, falsch. Andersrum müssen wir es ja machen. Mathe-Genie hier am Start, verstehst du? Ja. 67,75. Also, das heißt knapp 68 Cent. Das ist fast das Doppelte. Das hat sich doch mal gelohnt. Und siehe da, wir waren wieder auf gutem Kurs, was das angeht.
Ja, hervorragend. Mehr wollte ich heute eigentlich gar nicht. Die 20 Minuten haben wir auch hinbekommen. Also alles prima. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Einschalten, dabei sein. Für alles einfach. Und ja, würde mich natürlich über ein Like und Kommentar freuen. Und ja, haltet die Ohren steif. Macht es gut. Ciao, ciao.